Hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt zu Star Dynasty, einem Crusader Kings 3 im Weltraum. Das Spiel ist heute erschienen für knapp unter 20 Euro. Ich meine, es waren 17 Euro mit ein bisschen Rabatt. Und es ist erschienen auf Steam und im Early Access. Wobei ich die Version mit 09 noch etwas verwirrend finde. Ob es wirklich schon soweit ist, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr interessantes Spiel. Wir gehen direkt rein ins Spiel und starten ein neues Spiel. Und hier können wir uns einen Charakter erstellen. Und diesen Charakter werden wir einfach mal randomisen und ihn dann nehmen. Ich hätte gerne tatsächlich eine Frau. Und die gefällt mir schon ziemlich gut. Wir werden die Klamotten noch verändern. Ansonsten das Gesicht und so, das passt schon. Wir werden mal die Klamotten verändern, etwas offener. Ja, das gefällt mir schon. Color in Black ist ganz gut. Accessories. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier ihr Gehänge am Ohr sieht, weil ja die Haare davor sind. Ich würde sagen, wir lassen das tatsächlich gleich so. Und gehen hier mal auf ein anderes Icon. Hier sollte es den Vogel geben. Und die Farbe nehmen wir mal als... Ja, nehmen wir mal ein schönes Grün. Das ist natürlich nicht das Haus der Jarvis. Das ist natürlich das Haus der Nerd. Und das ist natürlich The Nerd System. Systems. Das ist natürlich Mace Nerd. Okay, hier unten habt ihr eure Traits. Die könnt ihr euch frei auswählen. Und aktuell sehe ich da auch keine Begrenzung. Ihr könnt so viele auswählen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr hier im Bonus auf 0 oder niedriger seid. Ansonsten könnt ihr den Startbutton nicht betätigen. Okay, im Spiel habt ihr dann hinterher die Möglichkeit, hier das Military auszuwählen. Beziehungsweise, entschuldigt bitte, eure persönliche Vorliebe auszuwählen. Es gibt hier grundsätzlich 5 Eigenschaften. Das gucken wir uns gleich im Spiel nochmal an. Und ich würde sie... Reserved, Great Infrastructure. Sehe ich jetzt als Great Infrastructure, sehe ich es ja ehrlich dann eher auf Administration. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein ins Spiel. Wir wollen das aktuelle Spiel beenden und dann geht's mit Star Dynasty los. In den Einstellungen, das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Gibt es aktuell nicht viel, was wir machen können. Wir haben hier ein UI-Scaling, das bis auf 1,25 geht. Es ist definitiv nicht UI-Scaling auf Level 2. Das heißt, ihr könnt bei 4K-Auflösung hier nicht auf 2 umschalten. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich sehe es hier zumindest nicht. Es kann sein, dass sich der Button auch anpasst. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Spiel. Und ihr seht hier, das ist ganz interessant. Wir haben jetzt tatsächlich unser eigenes kleines System, The Nerd Systems, und wir sind ein eigenes kleines Imperium. Das heißt, wir sind tatsächlich ein kleiner Duke und sind hier mit kleinen Vasallen. Was heißt Duke in dem Fall? Wir gucken uns das gleich an. Es gibt eine Reihenfolge von Herrschern, die es in diesem Spiel gibt. Und wir haben tatsächlich als Duke unser eigenes kleines Reich und müssen uns hier jetzt ausbreiten. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Start. Normalerweise startet ihr als Vasall. Ihr könnt euch hier in dem Spiel also nichts frei auswählen. Und das ist ein sehr interessanter Start tatsächlich. Okay, wir starten mal hier unten mit der rechten Seite. Und ihr habt klassischerweise ein rundenbasiertes Strategiespiel hier. Es ist also kein Echtzeitstrategiespiel wie in Crusader Kings. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Wir gucken gleich uns an, wie es funktioniert. Erstmal gehen wir hier auf die Overlays und die Sachen hier an der rechten Seite mal ein. Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen die Charaktere an, wie die miteinander interagieren und werden mal ein paar Runden spielen. So, ihr habt hier grundsätzlich Default-Einstellungen. Da könnt ihr ein bisschen reinzoomen. Das macht vielleicht hier The Dune Sector macht es vielleicht Sinn. Das heißt, ihr seht hier das Imperium an sich. Und wenn ihr hier rein scrollt, dann seht ihr, dass es hier im Prinzip verschiedene Sektoren gibt. Und dass diese Sektoren, das ist im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Normalerweise seid ihr ein Duke und der ist einem König unterstellt. Und dann würdet ihr entsprechend hier so einen Sektor beherrschen. Aber wir sind tatsächlich ein eigenständiges System. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Hier gibt es übrigens The Patrick Star Coalition oder The Bill Crosby Coalition. Ja,
ist doch nicht schlecht. Ihr habt übrigens auch eine begrenzte Sichtweise, das seht ihr hier. Das liegt unter anderem an euren Eigenschaften und vielen, vielen, vielen anderen Dingen. Und das könnt ihr im Verlauf des Spiels natürlich auch ausbauen. So, jetzt gehen wir mal hier hin und wir haben jetzt die Assignments. Da seht ihr, das gehört uns. This capital system, this is the capital system of the nerd systems. Und dann haben wir hier unten weiter Shell Vessel Wars. Es gibt momentan zwei Vasallen, die sind nicht im Krieg. Deswegen sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann habt ihr Opinion of Colony Rulers, sieht auch gut aus. Population Rebellion Risk, das seht ihr hier. Sie in Prozion ist nicht ganz so glücklich über euch aktuell. Oder eher in dem Fall. Iota, bei ihr ist es ganz okay. Aber er hat ein bisschen mehr Risiko zum Rebellieren als sie. So, gucken wir weiter. Military Strength, das ist ganz interessant, dieses System. Das zeige ich euch mal. Ihr habt hier im Gegensatz zu Crusader Kings keine Armee mit einzelnen Leuten, sondern das basiert im Prinzip darauf, dass ihr Kriegsschiffe habt. Die Kriegsschiffe könnt ihr durch Aktionen, Handlungen in euren Systemen und so weiter irgendwann natürlich verbessern und verbessern. Aktuell ist es das, was wir haben, 6, 6 und 3. Wenn ihr kämpft, ich denke, dazu kommt es jetzt in dem angespielt nicht, dann könnt ihr Vasallen in den Krieg mit reinrufen. Ihr könnt grundsätzlich sagen, hier zum Beispiel Rechtsklick, Plan Attack, oder wenn ihr einen Allkriegsgrund habt, ist ähnlich wie in Crusader Kings, dann könnt ihr sagen, Feuer frei. Und dann könnt ihr angreifen und könnt Leute hier reinholen. Ihr seht dann über die Systeme Call und Call und könnt die Leute dann in den Krieg hineinholen und dann addieren sich diese Stärken dort hinzu. Sie können natürlich auch ablehnen, in meinen Augen. Also es ist ein charakterbasiertes Spiel. In meinen Augen müssen sie auch ablehnen können, sagen wir es mal so. Das habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Das ist bei meinen Spielen bisher noch nicht passiert. Okay. Dann habt ihr hier Bombers. Ihr seht hier Bombers deals with 200% damage against Fregats. Aber 50% in Richtung Interceptoren. Dann Interceptors sind gut gegen Bombers, aber natürlich schlecht gegen die Fregatten. Und die wiederum sind gut gegen Interceptors, aber schlecht gegen Bomber. So seht ihr das. Also ein ausgeglichenes Verhältnis wäre vielleicht ganz gut. Wir sind hier relativ stark. Und ihr habt hinterher auch die Möglichkeit, Strategien in einem Krieg und einer Schlacht auszuwählen. Das hängt natürlich auch immer vom Charakter ab. Und die Strategien, die müsstet ihr euch natürlich dann auch aussuchen anhand eurer Waffen. Also habt ihr viele Bomber und müsst zufälligerweise gegen Fregatten kämpfen, ist das optimal. Dann macht ihr natürlich eine Strategie gegen Bomber. Habt ihr allerdings auf der anderen Seite viele Interzeptoren, müsst ihr natürlich auch eine entsprechende Strategie wählen. Und die Schlachten an sich laufen dann innerhalb der Runde voll automatisiert ab. So, das ist ein sehr interessantes System. Ich denke, das werden wir in diesem angespielt nicht sehen. Und man muss es mögen. Es ist ein bisschen unkonventionell vielleicht. Aber es ist für dieses System, für dieses Spiel völlig okay. So, dann seht ihr hier Opinion of Faction Rulers. Das sieht alles ganz gut aus. Am Ende des Tages gibt es ja nur eine Fraktion im Moment. Dann seht ihr hier, ob die mit euch verwandt sind. Die sind es nicht. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie wir das sehen. Dann, das weiß ich gar nicht, was es ist. Und das ist euer Imperium. So, dann seht ihr hier das Event Pop-Up Settings Window. Das wollte ich, das Elite, da habe ich mich verklickt. Da wollte ich hin. Und da könnt ihr die Pop-Ups einstellen. Ich mache jetzt mal Overall of Less, weil es ansonsten tatsächlich doch recht viele sind. Und auch die House-Members mache ich mal auf Less. Da will ich jetzt auch nicht alles wissen. Zu weit entfernt, die können sie jetzt mal weglassen. Denn wir können alles in dem Event-Button hier unten nachsehen. Da können wir wirklich alles sehen, was passiert. Duke Kirkpatrick is in love with his wife. Ja, dann soll er seine Hauptfrau mal lieben. Archon Lilika then is in love with their husband. Okay. Dann seht ihr hier auch eine Hilfe. Und da können wir jetzt mal in das Fraktionssystem reinspringen, was ich sagte. Vassalage. Und hier seht ihr das eigentliche, die eigentliche Zusammensetzung. Grundsätzlich gibt es ein Archon. Dieser Archon beherrscht im Prinzip hier dieses gesamte Imperium. Dann gibt es darunter einen Duke. Das sind aktuell wir. Das heißt, wir sind eigenständig. Normalerweise sind wir ein Sektor. Wir sind also eigenständig. Wir sollten uns also tatsächlich darauf vorbereiten, dass wir unsere Untertanen und alle bereit machen für einen Krieg und auch frühzeitig hier
möglicherweise eine The Crosby Coalition eingehen. Das heißt, wir müssen mal prüfen, ob wir irgendwo die Möglichkeit haben, Kriege zu führen und dann auch zu gewinnen. Wir brauchen nämlich mehr Untertanen und müssen definitiv stärker werden. Das muss nicht mit Krieg gehen. Das ist ähnlich wie in Crusader Kings. Ihr könnt das natürlich auch über andere Sachen machen. Ja, ihr könnt dort eins eure Kinder in die Erbfolge setzen. Ihr könnt es verheiraten mit zum Beispiel euren Sohn oder einen eurer Söhne verheiraten mit jemand anderen und dann das als Vasallen ins Imperium holen und. All diese Möglichkeiten wie in Crusader Kings stehen euch in dem Spiel tatsächlich alle auch schon offen, obwohl es ein Early Access ist. Dann gibt es hier einen Baron und einen Noble, aber der ist im Moment noch relativ unwichtig. So, und wenn wir das gesehen haben, dann gehen wir mal direkt in die Systeme rein, zum Beispiel nach Procyon und gucken uns das mal an. Mehr von dem System seht ihr aktuell tatsächlich nicht. Und hier oben seht ihr die Reihenfolge der Herrscher im System von unten nach oben, von oben nach unten, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und wir sehen hier oben fehlt tatsächlich der aktuelle Herrscher. Es gibt also auch nur ein Herrschaftssystem, nicht wie in Crusader Kings, da gibt es ja verschiedene Systeme. Und hier gibt es tatsächlich nur dieses eine. So, und hier oben fehlt jetzt im Prinzip, ich weiß nicht, ob man das hier sehen könnte. Hier sieht man es genau, da oben ist jetzt der Archon und das wäre in dem Fall sie hier. Sie ist im Prinzip die Besitzerin von all dem und das werden dann ihre Vasallen und die Vasallen der Vasallen. So, in Procyon gibt es nur eine Herrscherin, das sind wir, Nerd System. Und darunter kommt bereits das Haus der Ramons oder Ramons und das ist der Gute hier. Und wir sehen Reputation disliked und Happiness ist neutral. Reputation sagt im Prinzip aus, wieso seine allgemeine Verfassung und die Verfassung der Leute ist, ob man ihn mag, ob er alle mag. Also grundsätzlich ist es halt so, dass ihn keiner so richtig mag. Und wenn wir hier rüber gehen und ihn auch keiner mag, dann seht ihr, wie sich diese hier unten so ein Balken bildet. Und dieser Balken ist im Prinzip genau diese Reputation. Da sehen wir, am Ende des Tages, ist seine Reputation tatsächlich nirgends richtig gut. So. Infrastructure gibt es hier 4. The infrastructure level of the colony determines the base wealth generated, its maximum supported military fleet and its maximum loot level. Das heißt im Prinzip, wir können ja mal drauf gehen. Wir können das ausbauen mit Infrastructure Level 10 und N. Das heißt, wir können das auch immer weiter ausbauen. Das sind dann entsprechend hier die Kosten und dann wird die Flotte immer größer. Base Wealth that's generated wird immer größer für den Ruler und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip aktuell die Möglichkeit. Ich würde mir wünschen, das in den Kolonien noch ein bisschen feingranularer zu steuern, ähnlich wie es in Crusader Kings ist mit Häusern und Gebäuden und sowas. Das geht hier aktuell noch nicht. Und dann gehen wir mal weiter. Wir machen das mal zu und gucken uns mal Iota an. Und hier haben wir die gute Khan und sie ist die Baroness Gwyneth Khan. Und ja, so richtig mag sie auch keinen. Und ja, was soll man dazu sagen? Das ist jetzt so. Hier gibt es übrigens schon Infrastructure Level 6 und Brachium hat Infrastructure Level 10. Alles klar. Dann können wir uns die beiden mal hier unten reinziehen. Das ist im Prinzip eure Schnellleiste mit Charakteren. Ähnlich wie dem Character Screen von Crusader Kings 3, wo ihr das anpinnen könnt. Und dann nehmen wir ihn auch und dann haben wir die hier unten drin. So, was könnt ihr noch machen? Beziehungsweise wie funktioniert das mit den Runden jetzt überhaupt? Was könnt ihr machen? Was ist das Ziel? Und so weiter und so fort. Das Ziel des Spiels, Victory Conditions, ist im Prinzip 58 Systeme zu beherrschen. Das könnt ihr machen mit Intrigen, das könnt ihr machen, indem ihr alle ermordet und alles in euer Reich holt. Das könnt ihr machen, indem ihr alles angreift und vernichtet und so weiter und so weiter. Am Ende des Tages müssen 58 Systeme euch oder euch und euren Vasallen gehören. Ihr müsst im Prinzip am Ende des Tages, können ja nochmal hier in die Vassalage gehen, Duke oder Archon sein und 58 Systeme besitzen. Dabei ist ganz wichtig, ihr habt hier eine Grenze von Vasallen, aktuell 5. Das heißt, wenn das erreicht ist, müsst ihr euch darum Gedanken machen, dass ihr Vasallen nicht mehr als Vasallen nehmt, sondern Vasallen zuordnet. Das heißt, ihr müsst weiter aufsteigen und irgendwann ein Archon werden. Das ist das hier. Dann gibt es die Ressource Gold.
Ihr seht, Ack Income Last Turn 12,4. Das könnt ihr verbessern mit der Infrastruktur. Das habt ihr da gerade gesehen. Und das braucht ihr auch im Prinzip für alles Bauten, whatever. Ansonsten gibt es hier die Action Points. Ihr seht hier Action Point pro Runde 12. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das ist ähnlich zu zum Beispiel Old Worlds. Ihr generiert Action Points pro Runde und jeder Action Point, den ihr bekommt, könnt ihr für etwas ausgeben. Alles in diesem Spiel, was ihr macht, kostet Action Points. Und wenn die Action Points verbraucht sind, dann könnt ihr am Ende des Tages im Spiel nichts mehr machen. Das ist halt auch ganz wichtig zu wissen. Ansonsten gehen wir mal weiter, was es hier unten noch gibt. Es gibt die Secrets, All Known Secrets. Ich denke, das kennt ihr auch vielleicht von Crusader Kings. Ja? Die Secrets, wenn ihr irgendwas von irgendwem erfahren habt, könnt ihr natürlich auch jemanden zwingen, bestimmte Dinge zu tun. Dann gibt es hier die Actions allgemein. Das gehe ich jetzt mal nicht durch. Das sind, hier steht es auch, this is a list of all the actions available to you right now. It is useful to get an understanding of what you can do. Das heißt, ja, hier sind wirklich alle Actions drin, Justice and Direct, Pushing, was ihr machen könnt, Fine Ruler, also wirklich alles, das lassen wir jetzt mal. Wir können zum Beispiel Monitor a Vessel machen, das ist eine Action, die können wir hier bei dem Button ausführen, kostet 2 Action Points und ihr seht hier, Task a Member of your House with this Assignment while it's ongoing, 1, 2 plus 3 Vasallenlimit. The exact effect will be identified when you select the house member. Das liegt natürlich auch daran, wer es macht. So, das bringt uns jetzt zum wichtigsten Punkt, den Charakteren. Das ist hier unser Charakter. Und dann sind hier diese vier Felder. Und diese vier Felder hier oben sind im Prinzip diese Icons hier oben von Crusader Kings, die euch sagen wollen, hey, ihr habt da Sachen, die ihr noch machen könnt. Und wir können hier als allererstes unser Conceal festsetzen. Das heißt, ihr selbst und jeder andere habt mehrere Eigenschaften. Das ist einmal Administration. Ihr seht hier, das ist im Prinzip, wie hoch das Income ist und so weiter. Dann gibt es hier einmal Military. Das ist natürlich hinterher im Krieg interessant und wie groß eure Flotte ist. Dann Diplomatie. Das heißt, ihr seid diplomatisch jetzt eher unbedürft. Dann gibt es hier Security. Und dann gibt es die Technologie, wie schnell ihr technologische Erfolge macht und so weiter und so fort. Hier unten seht ihr Charaktere eurer Familie Nerd, die rumeideln und ihr seht auch dort oben, dass es eine direkte Beziehung ist und nicht irgendwie eine indirekte. Und hier oben habt ihr noch eine ganze Menge Sachen, zum Beispiel die Vasallen von euch. Das ist aktuell, wir können ja auch die Hierarchie uns mal angucken, dann sehen wir zum Beispiel auch seine Familienmember. Hier ist zum Beispiel das Haus der Burns. Sehr schön. Und sie ist aktuell eine unserer Vasallen und er auch. Und vermutlich wird er das Ganze dann Sir Darcy Neil irgendwann mal bekommen, wenn er stirbt. Würde ich jetzt mal vermuten. Das heißt, das geht dann an den Haus der Neils. Ich denke mal, das ist sein Sohnemann. Beziehungsweise, nee, das... Ah, es ist unklar. Das könnte auch ein Bruder von ihm sein. Auf jeden Fall ist er hier in meinen Augen der nächste Nachfolger von ihm. Aktuell, wir können mal auf ihn draufgehen, auf seine Familie. Er hat tatsächlich einen Sohn. Okay. Alles klar. Vielleicht kommen die irgendwann auch noch dazu. Jetzt waren wir aber noch nicht fertig. Wir gehen mal weiter auf sie hier. Und das ist ihre Familie, beziehungsweise wir waren eigentlich da unten drin in unserem The Nerd Systems. Das könnt ihr auch machen, indem ihr hier auf dieses Nerd-System klickt. Und dort seht ihr dann die Vasallen. Das hatten wir. Dann sehen ihr Hosted Guests, wenn ihr irgendwelche Gäste habt aktuell. Dann seht ihr Income im Last Turn, das heißt, wie viel ihr von wo verdient. Ihr seht hier Base Income. Administration bringt uns alleine durch die guten Eigenschaften plus 2,2. Die beiden Systeme bringen uns, ja, das ist ganz okay. Ja, das sind hier 1,7 und das sind Netto-Income 12,4. Dann sehen wir hier unser Militär. Known Combat Tactics, das sehen wir hier. Available if Commander is flexible. Find and Retreat. Das ist okay. Dann haben wir die Claims und Faction. Das sind im Prinzip die Sachen, die ihr machen könnt oder die ihr euch kriegerisch holen könnt. Das sind im Prinzip die Ansprüche, die ihr habt. Das wären zum Beispiel Strong Claim und Brachium.
Klar, IOTA Strong Claim, Direct Owned und Antares auch Strong Claim. Das heißt, hier hätten wir sogar einen Strong Claim drauf und könnten überlegen, ihr seht es jetzt hier, wir könnten das machen. Negotiate, request an Align from dem Baron, der dem das Ganze gehört. Oder wir könnten ja auch sagen, request or demand Antares von ihm. Das würde uns 2 kosten, das würde 5 kosten. Allerdings request, das müsste ein Krieg auslösen, wenn er das ablehnt. Und das würde aber auch Moralkonsequenzen mit sich bringen. Das ist ja ähnlich wie in anderen Spielen auch. So, dann gibt es hier noch leichte Ansprüche von irgendwelchen unbekannten Personen und Sir Simba Wright auf unsere Systeme. Dann gibt es hier Lines of Succession. Das wäre zum Beispiel der Duke Hire Houston Nerd. Das müsste der nächste Nachfolger dann sein. Und dann gibt es hier die History. Die gibt es aktuell nicht, weil wir noch keine Runde gespielt haben. So, dann gibt es überall Actions, die ihr machen könnt. Und das habt ihr hier. Zum Beispiel, ihr könnt appoint a head of administration, appoint a head of und so weiter und so weiter und so weiter. Das wäre dann jeweils 2 Punkte. Ihr könnt demand the nerd system to claim on Antares. Das seht ihr hier. Wir könnten hier set taxes to high oder to medium. Das heißt, wir könnten hier die Steuern erhöhen. Das macht die Leute natürlich unglücklicher. Wie gesagt, wir könnten uns jetzt Antares holen und den Krieg erklären. Das könnten wir machen. Das würde hier die Moral verändern. Und das ist im Prinzip euer Reich. So. Jetzt haben wir tatsächlich schon 21 Minuten über den ganzen Kram geredet. Jetzt gehen wir nochmal in die Charaktere rein. Das ist genauso interessant. Und dann fangen wir mal an zu spielen. Das haben wir uns schon angeguckt. Hier sind eure Eigenschaften. Wir sind reserviert. Das kennt man auch. Reputation liked. Das heißt, ihr werdet 3. Ihr werdet so halbwegs gemocht. Happiness is pleasured. Ist jetzt wohl nicht so glücklich. Wir sind ein Duke. Wir haben aktuell wir sind verheiratet mit keine Ahnung, Duke Consort Dart Nerd, das ist er hier. Duke Consort Dart Nerd, das ist ein sehr cooler Name. Und wir sind Rightful Baron und Upstarting Duke. Und there will acquire a weak leading claim in 25 years. So, dann sehen wir hier unsere Eigenschaften und hier auch wieder unsere ganzen Möglichkeiten. Auch hier einmal schnell unsere Familie, haben wir schon gesehen. Hier die jeweiligen Eigenschaften der Familie. Kind, reserved, rule breaker, zum Beispiel Sister-in-Law, Duchess Dorinda Molina und so weiter und so fort, die gesamte Familie. So, dann hätten wir hier Justice, da ist aktuell nichts drin, die Secrets kennen wir hier unten auch schon, dann hätten wir aktuell Inheritance, ist auch nichts drin, Relationships, die wir aktuell haben, zum Beispiel Mistress Nana Lert, unsere Tochter, unrelated to you, Nate Bryan, wo auch immer der jetzt herkommt. Was genau hat der? Duchess of May Nerd. Ah, okay. Ist das unser Mann? Tatsache. Nee. Duchess of May Nerd, Opinion of, okay. Ist das einer unserer Vasallen? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Okay, so. Und dann hätten wir hier unsere Claims und Relationships hatten wir und die History. Auch hier wieder Actions, Try for a Child. Wir können ja hier trainieren. Wir können Personal Protection, Medical Attention. Keine Ahnung, wir könnten versuchen, noch Kinder zu bekommen, aber wir haben Kinder. Aber hier brauchen wir jetzt erstmal nichts. So, und ja, dann können wir loslegen, denn wir haben ja das Ziel, hier im Prinzip 58 Systeme einzunehmen und am Ende des Tages ist es ähnlich wie aktuell in Crusader Kings. Wir müssen uns ausbreiten. So, dann ist die Frage, was ist mit diesen Punkten hier? Da können wir aktuell nichts machen. Das sind im Prinzip Hyperraumrouten, in die wir uns ausbreiten können, die Richtung. Aber das sind hier noch keine Systeme, die wir in irgendeiner Art und Weise kolonisieren können. Also können wir das erstmal ignorieren. Dann gehen wir mal als erstes, würde ich sagen, auf The Nerd Systems. Dann werden die ganzen Leute hier die House-Member zuweisen, unser Conceal. Und dann gibt es einmal Administrator. Und dort gibt es unsere Mutter mit 81.
Die nehmen wir. Dann hätten wir hier einmal Military. Da bin ich mal gespannt. Unser Ehemann ist da sehr stark. Die Frage ist, was kann unser Ehemann denn noch? Nichts. Das ist gut. Dann kommen wir da nicht in Verzwickung mit anderen Dingen. Gucken wir mal, Diplomatie, brauchen wir jemanden sehr Gutes. Das ist your son-in-law, den nehmen wir. Dann haben wir noch 6 Punkte übrig, das müsste reichen. So, da sind wir nicht ganz so gut. Change your mother in duty. Dann nehmen wir lieber ihn hier, your son, 29, Eugene. Skills 16, das ist jetzt echt nicht so viel. Also das scheint echt auch nicht unser Thema, unsere Stärke zu sein. Wir nehmen ihn mal. Dann haben wir noch einen übrig. Da haben wir wieder auch eine ganze Menge. Dann nehmen wir mal ihn. Duke Hire Houston Nerd. So, dann sind wir mit den Hausmembern vollständig. You assigned your son to the conceal of the head of technology to the House of Nerd. Sehr cool. So, eine Sache möchte ich euch nochmal zeigen bei Leuten. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ihr könnt, wir gehen mal auf sie hier. Und dann gibt es hier einen Knopf. Das ist Character Importance to you. High aktuell 4. Wir können das von 1 auf 5 hochgehen. Wir können bei ihr mal sagen, wir gehen bei ihr einen runter. Und bei ihm zum Beispiel auch einen runter. Wir lassen das Sicherheitshaber mal, weil es unsere Vasallen sind. Das ist der direkte Einfluss auf die Events. Das heißt, wenn ihr das runterregelt, dann bekommt ihr nicht so viele Events. Und wenn ihr es hochregelt, bekommt ihr quasi alle Events von den Sachen, die mit der Person, wo ihr das geändert habt, passieren. Natürlich werdet ihr weiterhin alles hier in diesem Event-Window sehen. Aber nur noch die Sachen, die ihr im Prinzip gesagt habt. Ganz wichtige Dinge oder alles. So, dann haben wir noch 2 Punkte. Und ich würde tatsächlich sagen, wir gucken mal, was wir hier in Antares machen können. Wir können keinen Krieg erklären, das könnten wir in der nächsten Runde machen. Wir könnten einen Attack planen. Task a member of your house with this assignment while it's ongoing, gain 50% fleet strength on Antares over time. Das heißt, wir bekommen plus 50% Flottenstärke für Antares. Und wenn ich mir das so angucke, ist das schon verdammt stark, was die haben. Ihr seht es im Pop-up. Wir können ja da nochmal drauf gehen. Ich weiß nicht, ob wir das hier sehen. Genau. Wir sehen einmal sie mit 34, 25, 34. Sie hat immerhin hier so ein ganzes System. Dann sind wir dabei. Und dann ist, ich weiß gar nicht, wo sie zugehört. Archon Lila Dunn. Das müsste hier drüben tatsächlich sein. Ich weiß gar nicht, wie die sich hier noch einmischt. Auf jeden Fall, wenn wir uns das mal angucken, vom Ghana-Quadrant hier drinne oder der McDonald's-Quadrant müsste das sein. Also insgesamt das ganze Reich, das ist vom Verhältnis, von Stärkeverhältnis her 34, 11, 12, das ist völlig unmöglich. Das ist unmöglich für uns zu gewinnen. Deswegen können wir uns davon mal verabschieden, zu kämpfen. Wir können aber gucken, was wir mit den Actions machen können. Wir haben nämlich noch 2 übrig. Create Unrest. Task a member of your house with this assignment when it's complete. 10 Rebellionsrisiko on Antares. Our involvement will become a secret of medium difficulty. Das wäre halt ganz interessant. Run Spy Network wäre auch interessant, aber ich würde tatsächlich versuchen, hier eine Rebellion anzuzetteln. Das wäre ganz interessant. Und wenn das rebelliert, können wir versuchen, es in unser Imperium zu holen. Das machen wir mal. Das können wir uns noch gerade so leisten. Dann ist alles für diese Runde verbraucht. Und wir können es mit uns, wir können unsere Tochter beauftragen. Die hat hier 40. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. 32 Diplomatie. Und dann hat sie plus 9 Opinion Lasten und plus 20 Easy Difficulty Bonus. Okay, alles klar. To be more effective, Mistress Hana Nerd should travel to Antares for his assignment. Ja. Ja, ich denke, das sollte man machen. Okay, your daughter started an assignment, create unrest of Antares. Und hier sehen wir auch das und hier möchten wir
Würde ich tatsächlich gerne höher gehen, das geht nicht. Okay, sehr schön. Und ich bin sehr gespannt, was hier jetzt wirklich rauskommt. Wir können mal gucken, ob wir das hier irgendwo sehen, was wir hier gerade machen. Population Rebellion Risk sollte in den nächsten Runden hoffentlich ein bisschen höher gehen. Line of Succession, das ist für uns uninteressant. Hier sehen wir unsere History. Hier im System und da sehen wir, dass unsere Tochter gerade aktiv ist. Okay, wir haben alles ausgegeben, alles Geld, alle Action Points in nächster Runde. The most pleasured accident. Okay, I was walking alone in an access tunnel discussing business with Commission Eugene Nerd. Das ist, wir gehen nochmal dahin, der für Security. Now I can stop thinking of spending more time with him. We could do nothing for a few hours until the rubble and steel beams were clear away. It was a stone afternoon of peace and quiet. Okay. Das heißt, wir sind einfach stundenlang irgendwo langgelaufen, haben uns nichts erzählt. Now I can stop thinking of spending more time with him. Okay. Das heißt, wir sind einfach stundenlang irgendwo langgelaufen. Und wir haben uns am Ende des Tages nichts erzählt. Das war ganz cool. Was, wer ist er eigentlich? Ist das unser Sohn? Ja, ist unser Sohn. Können wir mal den Family Tree angucken. Ui, wir haben... Eieieiei. Wir waren aber fleißig. 1, 2, 3, 4, 5. Away from home. Das wissen wir. Die ist in einem anderen Sternsystem. Oh Gott, guckt euch das mal an. Unser Mann selbst mag uns nicht so sehr. Da können wir in der nächsten Runde mal gucken, ob wir mal ein bisschen, ob wir mal ein paar Dinge mit ihm machen. Er kommt von Cecil Molina. Das ist sehr interessant. Okay. Your son-in-law has learned a new combat tactic. Regard interceptors. Okay. Your husband has learned in your comeback tactic advanced. Okay, das gehen wir mal weiter. Bitte warten. Baroness Gwyneth Khan has broken elegance with the nerd system and has pledged Iota Horologoti to the Gordon Union. Wie bitte? An unknown ruler gave allegiance to Duke Lance Gordon in return for 10 credits. Okay. Das heißt, jemand hat sie überzeugt. Müssen wir gleich nochmal in die Events gehen. Da müssen wir gleich die Events nochmal angucken. Das ist ja der Hammer. Sir Bane Tyron once married between Executive. Ach, der will unsere Mutter heiraten. Wer ist er denn? Nate Byron? 25? Eieieiei, auf alten Schiffen lernt man segeln, oder wie? Eieieiei, okay, na gut. Executive. Also ich könnte mir auch echt einen cooleren Namen vorstellen. Elvira, Hannelore, aber doch nicht Executive. Oder ist das nur ihr Beruf? Tendence Nerd. Ich glaube, Executive ist ihr Beruf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie peinlich. Naja, der Name ist nicht besser. Okay. Puh. Hat er irgendetwas zu tun mit uns? Guck mal in die Familie rein. Er hat mit uns nichts zu tun. Nate Byron. Zum Haus der Byron. Gehört denen irgendwas? Ne. Brachrium. Da sind die drin, aber ansonsten gehört denen nichts. Ja, können wir machen. Sie ist jetzt verheiratet mit Nate Nerd. Sehr schön. Papi. Schön, dich wiederzusehen. Baron Harris Brown has defused a riot on Megras. Okay, so. Und ihr seht, es ist nicht so einfach, wie gedacht, einfach mal so ein paar Systeme einzunehmen. Wir haben jetzt Iota Hologoti tatsächlich verloren.
Wir müssten echt mal... Das ist schon der Hammer. Disliked? Boah. Also das ist jetzt schon... das ist schon harter Tobak. Wir haben aktuell 19 pro Runde. Troubled, ist klar. Also da wäre ich auch irgendwie sauer. Wir wollten aber mal gucken. Die fliegt hier raus. Er kommt nach da. Wir kümmern uns gleich mal um ihn, dass er glücklich ist. Und wir gucken mal bei ihr. Und Assignment, Create Unrest of Antares. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Aber wir sollten auch da mal gucken, ob wir da was machen können. Und auch da, ihr seht es schon im Pop-up, die Flottenstärke ist einfach überwältigend groß. Da werden wir wahrscheinlich nicht sehr viel machen können. Wir sind im Administrator-Bereich sehr stark. Das bringt uns mehr Happiness. Das ist extrem gut. Das sollten wir vielleicht gucken, ob wir das hier ausnutzen können. Vielleicht können wir das umdrehen, dass sie unglücklich sind. Low Taxes. Ja, wir müssen mal gucken, ob das reicht in den nächsten Runden. So, Vasallen. Wir wollten erstmal mit unserem Ehemann reden. Der ist... Wo ist er? Duchess Nerd Family Tree. Ah ja, wir sind jetzt ein bisschen größer geworden. Da ist unser Ehemann. So, Actions. Hide Fleet Movement, Improve Defense, Plan Attack. Ermorden. Ich glaube, das ist diffamieren. Ja, Spread Lies About Your Husband. Subject. Execute Medical Attention, Nerve Vibe. Personal Protection, Remove from Conceal, Replace. Ich muss mal gerade nachgucken, was das heißt. Ansonsten sehe ich hier tatsächlich. Auspeitschen. Naja gut, wenn er drauf steht. Mein Gott. Soll Leute geben, die auf sowas stehen. Also ich möchte mich da jetzt auch, ich möchte mich da jetzt auch nicht einmischen. Ne? Also ich meine, wenn er darum bettelt, bitte, geliebte Mistress, nee, Duchess, May Nerd, bitte peitschen Sie mich aus. Okay, was soll's. Machen wir natürlich nicht. Wieso können wir... Wir können die Relation nicht erhöhen, weil er bereits ein House-Member ist. Hannah with a fest. Können wir auch nicht machen. Das ist schade. Ich würde mir hier ein paar mehr Center Location Make a Look as Contrast. Hier würde ich mir ein paar mehr Actions wünschen, dass wir ihn glücklich machen können. Ja gut, liked and happy opinion of Duchess Nerd ist okay. Aber ich würde einfach mal gerne, um es mal ehrlich zu sagen, mal mit ihm in die Kiste steigen. Das geht ja nur bei Crusader Kings auch. Das sollte doch hier nicht auch gehen. Das, was wir machen können bei ihr, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, try for a child. Decide to try for another child. Probieren wir mal. Gucken, was passiert. You want another child with your husband. Oh, mal gucken, ob das klappt. So. Okay. Trying for another child. Wir sind in trouble. Das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt müssen wir uns mal drum kümmern. Wir haben noch 13 Punkte und 21. Und 1 von 8 Vasallen, was wir hier in Iota Horologoti machen. Da müssten wir eigentlich einen Anspruch haben. Brachium. Okay. Da haben wir doch noch nicht mal einen Anspruch drauf. Doch. Request Elegance from Baroness Gwyneth Khan. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal genau nachgucken. Die wird das nicht machen.
Request Loyalität von ihr. Das wird die nicht machen. Negotiate. Das macht die nicht. Das kann ich mir nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, Reputation disliked, warum sollte sie das machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die hasst uns. Ja, deswegen ist sie auch übergetreten. Wir können es mal hier versuchen. Ach, das geht nicht mehr. Weil wir keine direkte Verbindung mehr haben, oder? Okay, wir haben already an owning claim dort. Das ist ja, also das ist schon mal, das ist schon mal eine harte Nummer. Das hatte ich tatsächlich in den ersten Runden noch nicht, dass ich als Minisystem gestartet bin und mir dann versucht wurde, das direkt wegzunehmen. Wir werden tatsächlich mal versuchen. Erstmal möchte ich alle Nachrichten, was sie betrifft, haben. Und a request will refuse if you ask politically. Ja. Improved relations könnten wir machen. Diffamieren. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das alles Sinn macht. Wir könnten es mal bei dem... Das wäre sie persönlich. Da haben wir natürlich noch die System-Actions. Das Wichtige ist, das sind natürlich nicht das Gleiche. Hier werden wir uns im Prinzip das System von ihr holen. Wenn wir mal auf sie persönlich gehen, auf Negotiation, dann verlangen wir ihre Loyalität. Aber nicht die Loyalität. Hier verlangen wir die Loyalität des Systems, das zufälligerweise ihr gehört. Ich würde sagen, wir versuchen mal, die Relationships zu erhöhen. Und da schicken wir mal unseren Sohn hin. Reputation liked. Disliked. Opinion. Gibt es hier irgendwem, den sie mag? Also hier unten so ein paar, aber die sind auf 1. Wir schicken ihn mal hin. Mal gucken, was passiert. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir hier zwei Sachen, die gerade laufen. Das ist, meine Herren, also das fängt schon wieder super interessant an. Wir gucken nochmal in die Events rein. Sie hat jetzt die Taktik Blitz. Covered Interceptors. Das sind übrigens alle Kontakte, die wir haben. Kennen wir von Crusader Kings, glaube ich, auch. Das ist ein Start, wo ich mir denke, sehr cooles Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte jetzt hier stundenlang überlegen, was wir machen könnten und friemeln und basteln und gucken, ob wir da noch eine Verbindung erstellen können. Wir haben ja immerhin noch 11 Actionpunkte. Damit würde ich tatsächlich mal versuchen, bei ihm hier anzuklopfen. Make Duke. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. From a vassal faction with its capital at Procyon. Da müsste... genau. Da steht's. If you're not yet an Archon, you will form a league with a new faction. Das heißt, wir werden den im Prinzip unabhängig machen und wir werden eine Fraktion bilden, quasi eine Allianz. Das wäre für die Zukunft eine Möglichkeit. Aber das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Wir versuchen auch hier mal Improve Relations und hoffen, dass wir hier irgendwen haben, den er... Oh, da war jemand. Uns Marker. Opinion of Duchess Nerd. Können wir das selbst machen? Your daughter? Ja, guck mal, schicken wir sie mal hin, oder? Ach, guck, die sieht doch gut. Die sieht doch hübsch aus. 31. Die schicken wir da hin. Die ist zwar nicht so stark. Yes, Darla Nerd will travel as required. Die lassen wir das mal machen. Mal gucken, ob das klappt. Da haben wir noch 9 übrig. Mal gucken, ob wir das hier ausgeben. Bei uns intern. Und ich würde tatsächlich mal gucken.
das macht keinen Sinn. Demand that Archon Lila Dunn press the Nerd System to claim to own Iota Hologoris. Wer ist sie denn? Sie ist die Masterin of the Dune Sector. Gut, macht ja Sinn. Sie hat ja auch den Nachnamen der Dune. Aber ich möchte jetzt hier nicht noch was anfangen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo ein Task Limit gibt. Spannend. Sehr spannend. Also ganz ehrlich, Rebuild the Fleet. Was haben wir hier für Faktoren? Plus 50% Military Rate. Das könnten wir mal versuchen. Da schicken wir mal unsere Mutter hin. Run Spy Network. Create Independence. Nee. Make a Vessel Faction. Nee. Wir bleiben dabei. Das passt. Wir bleiben dabei. Nächste Runde. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Your son-in-law has learned in your combat tactic. Required interceptors. Alles klar. Duke Sex Crosby gave Vessel Archon Keith Patrick in return for Bunda. An unknown leader has become Archon Keith Patrick Vessel. Ah, okay. Wahrscheinlich hat er das hier eingenommen. Ah, das ist schon krass. It was helpless to resist. I should ask the kitchen to reconfigure the Sinterhole replicators. We stay up late into the night. One quartier after another, retiring their cabins. Until only Commissioner Eugene Nerd and I were left. Ich dachte, den Typen mögen wir nicht. Perhaps I should have been stronger, but we both want it. Ja. A secret has been created. Das heißt, wir haben einfach lange in der Nacht gesoffen mit unserem Sohnemann und dann hat er uns irgendein Geheimnis erzählt. So, dann gucken wir uns mal an, was passiert ist. Der Baron. Crackdown a dissent in Procyon. Okay. An unknown person rebel failed. Key Patrick. Ist der hier unten? Das ist das, was wir gesehen haben. Ja. Genau. Oh, unsere Tochter ist sehr krank. Nein, was hat die denn? Krass. Okay, puh, das ist echt harter Tobak hier. Also ganz ehrlich. Wir werden jetzt mal als letzte Aktion mal sagen. Request from Baroness Gwyneth Khan. Zack. Gwyneth Khan think this would not be her interest. Ja, Home System is saved. Alles klar, Relation with Duchess Nerd, plus 5. Okay, das wird nicht möglich sein, aber ich denke, ihr habt einen guten Einblick erhalten in dieses Spiel und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Es ist aktuell im Early Access. Und hier kann man, wenn man Fan von Crusader Kings ist und der englischen Sprache, dass es wichtig mächtig ist, denke ich, sehr viel Spaß haben mit diesen ganzen Interaktionen. Man hat gesehen, ja, entschuldigt bitte, die KI ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also ich finde es tatsächlich ziemlich cool und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich auch ein Abo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.